Hallo zusammen, hier ist wieder Heuchler und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar heute auf meinen Magaok, denn wir wollen den heute anfangen zu leveln. Der ist mittlerweile schon Stufe 21, liegt daran, weil ich mit dem durchspeeden möchte und ich mir den Erleuchtungsbuff schon mal pre-gestackt habe. Der ja, verursacht, dass er 50% mehr Erfahrung bekommt und den habe ich schon, seht ihr hier, 7 Stunden vorgestackt. Ich werde mir gleich die 8. Stunde holen. Und ja, dann fangen wir quasi an. Also es ist ein Magar-Ork, den habe ich mir auf Stufe 20 erstellt. Einfach das Buff-Pre-Stacken hat mir jetzt schon fast 2 Level gebracht, weil man halt hier auch mal ein bisschen EP bekommt. Das machen wir jetzt als erstes. Dann als nächstes habe ich mir auch diese BFA-Flask geholt, die nochmal ja, 10% mehr XP bringen. Zudem habe ich auch die komplette Account-Ausrüstung an, was nochmal 55% sind. Da das alles additiv skaliert, heißt, bekommen wir overall 55% plus nochmal 50% sind wir bei 105% plus nochmal 10% müssten wir bei 115% overall sein, was, denke ich mal, nicht ganz so schlecht ist. Also wie gesagt, ich mache jetzt noch einmal hier den Typen haue ich jetzt noch einmal um, dass ich quasi nochmal ein Stack hier hochbekomme. Ich weiß auch gar nicht, was hier übrigens Maximum ist, ne? Also, wir werden es rausfinden. So, den Buff haben wir noch drauf. Warte mal, da steht jetzt gar keine Dings dabei. Das soll doch eine Stunde halten. Hier ist jetzt gar keine Zeit. Okay. Vielleicht backt der auch nicht, ich habe ihn durchgehend, ne? Soweit ich gehört habe, sollte der nicht verschwinden, wenn man stirbt. Deswegen habe ich mir die Dinge auch gekauft. Wenn ihr euch jetzt fragt, wo er den Trank herbekommt. Achso, ich muss mich einmal verbeugen. Machen wir das mal so. Den Trank bekommt ihr aus, ja, aus BFA quasi. Also ich muss hier die Fähigkeiten dann noch verschieben. Also die bekommt man aus BFA, indem man diese Münzen sich holt, die man in der Warfront bekommt, die man bei den Übergriffen bekommt. Und auch, ja, bei den War, bei dem War Mode, nee, bei den, ja, in der Warfront quasi bei den Dailies oder bei den, ja, World Quest bekommt man da quasi auch diese Marken, also durch mehrere Wege. Aber leider buggt der nicht, also du, im quasi, er hat diesen Stundentimer drauf, sagst du, nur, dass man ihn nicht sieht. Gut, das ist, naja, okay. So, jetzt haben wir das erste Level quasi schon gemacht. Wir haben hier auch nochmal eine komplette Gruppe aus dem Stream. Ne? Also wir sind einmal hier Tutti Kompletti mit Heiler Tank und DDs und wollen jetzt über Instanzen ein bisschen durchballern quasi. Ich habe mir auch eine Waffen-VZ geschickt vom Main und schon Taschen. Also habe schon mal einiges vorbereitet. Diesmal nicht mehr wie im letzten Leveling, dass ich erstmal den Char erstelle und alle Vorbereitungen mache, sondern diesmal geht's gleich zur Sache und nein, wir haben gleich diese scheiße Inni. Nein, das ist die slowste Inni eigentlich. Das ist die Kacke. Ich muss dieses Leatrix Plus Addon anmachen, das ist echt praktisch. Fällt mir jetzt gerade auf. Jetzt schauen wir mal, was wir an EP dann hier kriegen. Müsste jetzt eigentlich ganz gut abgehen. Vor allem meine Fähigkeiten haben jetzt noch nicht so 100. Warum habe ich nur 3 Zauber? Ernsthaft? Ja, ein bisschen wenig, oder? 3 Zauber? Warte mal, ich habe mir vielleicht Sachen noch nicht rausgezogen. Nee, das sieht tatsächlich so aus, ob ich nur 3 Zauber habe. Ja gut. Warte mal, ich bin schon im Tank-Spec, oder? Ja. So, wenn ihr jetzt hier gerade, ne, von Mobs verdroschen werdet, ich muss noch meine Sachen checken. Nö, anscheinend. Anscheinend habe ich nicht sonderlich viel, ne? Ich muss die Mobs looten. In der E habe ich auch noch nicht. Das ist natürlich bitter jetzt an der Stelle. Ziehen wir das mal ein bisschen näher. Eigentlich müssen wir mehr pullen, aber ich hab nur das Fass quasi. Also, sobald ich das Fass geschmissen habe, bin ich blank. Das ist fast ein bisschen kacke jetzt an der Stelle. Wann kriegt der denn seine E? Jetzt sag ich mal hier. Paralyse, Dings. Feuer-Odem kriegst du mit 40. Ja, gut. Warte mal, ja, beim anderen Monk ging das doch schneller. Irgendwas habe ich jetzt noch nicht geguckt. Jetzt habe ich hier das passive Skill, okay. Das ist auch nicht so prickelnd. Und ich muss die Mobs looten, fällt mir gerade auf, ne? Die Mobs müsste ich einmal looten. Nö, sonst habe ich anscheinend tatsächlich alles. Mehr gibt's nicht. Mehr gibt's anscheinend nicht.
Aber dass der Staffelschaden aufgelöst wird, das habe ich. Ah nee, das reinigen Gebräu habe ich auch noch nicht. Schau mal an. Oh, vielleicht. Lukas muss ein bisschen aufpassen. Okay, warte. Okay, der nächste Boss wurde schon gepult. Schick dich mal. Ja, ich hab nix. Die anderen haben den Boss gepult. Ja, jetzt bin ich down. Das war jetzt nicht clever. Du bist doch Druid, du kannst doch shapeshiften. Vielleicht hat der irgendwie nicht dran. Das kam Nacht. Aber jetzt wissen wir auf jeden Fall, dass der Debuff nicht. Du musst aus der Gestalt rausgehen, wieder rein. Also als Druid kannst du eigentlich nicht geslowt werden. Hast du ein Battle Rat schon? Nope, aber ich kann dich gleich so retten. Bitte nicht einfach weiterpullen, ihr hört ja im Stream oder im TS ja schon, dass hier der Heiler nicht rankommt. Aber anscheinend kriegst du das Wirbelding, ne? Bekommst du erst durch ein Skill hier mit Stufe. Das kann ja nicht sein, mit Stufe 90 kriegst du quasi den erst Paralyse. Rührung. Gut, den Feuerodem kriegst du mit Stufe 40, ja. Also ein bisschen kacke, ne? Also, dass du bei vielen anderen Tankklassen hast du da vorher schon deiner E quasi. Am Pala mit der Weihe bist du relativ früh dran. Aber hast du nicht den Tritt jetzt schon? Diesen Kreis, Vogel da? Nee, den habe ich noch nicht. Oder ich sehe nicht. Pala und DD hatte ich ihn auf jeden Fall mit dem Level schon. Ja, die kriegen den relativ früh. Ich glaube, der Tank kriegt ihn leider erst relativ spät. Jetzt muss ich bloß hier dran denken, dass ich hier das Zeug mit aufsammle. Das wäre dann noch wichtig. Das Ding muss das anscheinend skillen, so wie es aussieht. Ja, die haben da ein bisschen was durcheinander gewirbelt, seit ich das letzte Mal hier einen Monk gelevelt habe. Ja, aber ist doof, dass man halt nur das Fass hat. Ach. Ja, das hat halt ewig Cooldown, ne? Und eigentlich naja. Pulst du ja mit dem Fass, weil es dein Range-Angriff ist. Oh, der Schar des Zorns. Ah, jetzt ist er tot. Naja, gut, ich krieg ihn beim nächsten Ding. Das ist zu weit weg. Eine Heilung habe ich halt auch noch nicht, leider. Ich freue mich, ja, Düsterbrust freue ich mich auch schon. Aber für ein Low-Level ist das die gammeligste Inni. Definitiv. Mit dem Level kannst du noch nicht mal deinen Stagger auslaufen lassen. Ach, und ich muss mein Addon noch hier umdingsen, dass ich sehe, von was ich Aggro habe. Okay, das muss ich jetzt dann gleich noch machen hier nach der Inni. Oder in der Inni hier, je nachdem. Moment. Ja, das ist mit so vielen Addons immer so eine Sache. Zwei Sachen brauche ich. Und zwar muss ich einmal bei Dings 1 ausmachen. Jetzt müssen wir mal schauen, welches das ist. Ich muss Tidy Plates, muss ich glaube ich ausmachen. Und Tidy Plates Continuous muss ich glaube ich drin lassen. So rum war das. Das muss ich ausmachen. Und dann brauche ich noch Leatrix Plus. Das muss ich. Also wenn, dann muss ich es anmachen oder umstellen. Das muss ich jetzt mal schauen. Ach, die Mobs kriegt der jetzt gerade ohne mich, oder? Ich tank die schnell an, dann mache ich das Addon kurz Reload. Mal gucken, ob das jetzt nicht im Kampf buggt, ob das jetzt vielleicht eine blöde Idee war. Hey, grüß dich und Klaus dich auch. Schauen wir mal, ja. Also wenn man Nachtelfen erstellt, wo ist das Startgebiet? Naja, immer noch ein Teldrassil, schätze ich mal. Du bist ja anders gefaced, ne? Also Teldrassil ist ja im alten Phasing noch da, da kannst du ja auch zurück. Also die haben kein neues Startgebiet. Die ganzen Sachen, was jetzt passiert sind, auch quasi mit Under City, dort ist es ja auch so. Ah, jetzt habe ich die Aggro-Anzeige auch auf den Mobs. Das ist das Wichtige. Oh, schau mal, ein Ram-Mob hier drin. Vielleicht bringt der ordentlich EP. Vielleicht, schauen wir mal. Ich will immer meinen Wirbel ziehen, ne? Ich habe ja ein paar Monks schon. Ich habe ja die meistens auch gleich gebindet. Bloß wenn die ganzen. Schau mal, wie arm das aussieht. Das sind meine Damage-Zauber. Also, ne. Das eine ist Taunt, ne? Also eins von vier Zaubern ist immer noch Taunt. Ja? Also ich kann halt genau drei Damage-Zauber drücken. Das ist halt schon ein bisschen arm. Ich habe gebracht, der wäre. Das ist gar nichts? Nee, gar nichts. Ja, okay, das ist ein bisschen schade. Eigentlich haben in Classic die ganzen Mobs noch relativ viele EP gebracht, die Rares. Gibt ja auch so eine Rare-Level-Methode, ne? Wo du relativ gut hochlevelst. Wenn du ein paar Chars auf verschiedenen Servern hattest, kannst du damit noch rumhoppen. Das ging eigentlich auch ganz gut. So, jetzt muss ich dann noch Leatrix Plus, das muss ich dann noch einstellen. Jetzt schauen wir mal, Interface. An müsste es eigentlich sein. Jetzt muss ich bloß gucken, wo ich es habe.
Hier müsste es eigentlich sein. Da ist es nicht. Bei LFR ist es anscheinend doch nicht an. Muss ich nachher gleich mal gucken. Mach mal wieder so ein Combat-Ding, dann denke ich die Mobs an und schau. Der Schlangenkönig. Jetzt schauen wir mal, ob ich es hier noch drin habe. Ja, ist hier. Leatrix Plus ist eigentlich an. Oh shit, was ist hier hinten? Ich Vollidiot, ich hätte einfach auf Ding drücken sollen. Jetzt habe ich auf Reload gedrückt. Ja, in der nächsten Instanz stehe ich euch dann voll und ganz zur Verfügung. Das merkst du dann erst immer, wenn du die erste Ini so machst oder die ersten Mobs bekämpfst, ne, dass die Sachen nicht so ganz wollen, wie du willst. Das ist immer beim neuen Schein. Und ich glaube, ich habe auch noch kein Autoloot eingestellt. Ne? Autoloot brauche ich dann auch noch, oder? Habe ich das schon drin? Tatsächlich, schnell plündern habe ich schon drin. Läuft bei mir. Wie hat man denn Leatrix Plus nochmal aufgekriegt? Das, also wer sich jetzt fragt, was das für ein Addon ist, das tut halt viele Sachen automatisieren. Ne? Unter anderem Quests annehmen, abgeben und sowas. Automatische Lorettes annehmen. Und das kann man halt alles einzeln einstellen. Und ich habe es bei ein paar Chars voreingestellt, ne? Aber nicht bei allen, ja. Das ist halt immer so eine Sache. Aber eigentlich ist es hier. Eigentlich müsste es hier funktionieren. Weil an ist der Haken. An ist er. Bloß irgendwie habe ich es unter den Addons nicht drin. Oder ich bin einfach zu blöd und sehe es nicht. Ne? Das mag nicht. Manche Sachen haben man auch einen anderen Namen hier, weil sie mit irgendwelchen Sonderzeichen sind. Und dann sieht man sie hier nicht. Das gibt es manchmal auch. Oder so wie NPC-Scan, das einfach da oben, ne, so einen Vorstrich hat. Aber eigentlich ist das ja hier alphabetisch. Ne? Also müsste es neben dem LFR-Ding sein. Naja. Oder halt auch nicht, ja. Naja. So, jetzt muss ich bloß immer gucken, dass ich die Mobs hier noch loote, dass ich meine Dings krieg. Ah, ist das echt so LTP? Ah, danke dir. Ah, okay. Man muss nur die richtige Abkürzung wissen, dass man es aufkriegt. So, was will ich denn automatisch machen? Quests will ich automatisch, sondern können wir von mir aus auch machen. Rescue können wir hier, das können wir auch. Repair. Release in PvP. Ja gut, PvP habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht vor zu machen. Social, da kannst du noch alles mögliche blocken. Das brauchen wir jetzt ehrlich gesagt nicht. Aber das passt schon mal. Ja, gut, und das passt. Jetzt kann ich es zumachen. Jetzt müsste es gleich mit den Quests und allem funktionieren. Was wurde nach Pandaria verlegt? Achso, das Stadtgebiet. Nee. Also im Endeffekt funktioniert es so. Wenn du einen neuen Char erstellst, sind diese ganzen. Dieser ganze Krieg noch nicht passiert quasi. Das sieht alles noch aus wie vorher. Du kannst das auch umstellen. Ne? Also du kannst auch mit diesen. Mit Chromi quatschen, dann sieht es auch bei dir auch noch aus wie vorher. Ja? Also es funktioniert. Und erst wenn du das Szenario quasi gespielt hast, bist du in einem anderen Phasing drin. So läuft's. Ja? Mehr ist es nicht, aber das ist auch mit vielen anderen Sachen schon. Du kannst ja auch noch dir theoretisch Terramor angucken und dort questen, ja, bevor es zerstört wurde. Also das geht zum Beispiel auch. Ich brauche vorher noch alle von den Blumen, ne? Lasst mir jetzt mal noch ein paar. Ich muss gerade noch mein ganzes. Ich muss nur mein ganzes Zeug einstellen. Ich stehe schon neben meiner Blume. Meins. Okay, eine habe ich jetzt während dem Kampf reingeninjert. Muss ich gleich mal schauen, wo die nächste ist. Hier. Nett, dass sie wie das letzte Mal durch die ganze Inni laufen muss. Gegen Ende kommen wir noch 4-5. Ah! Ich traue der Sache nicht. Muss ich Augen wie ein Adler haben hier und mir alles weglooten, was nicht bei 3 auf dem Baum ist. Ah, da hinten haben wir nochmal was. Ich brauche ein Ziel. Dafür macht das Fass halt beim Monk extrem gut Damage. Aber warte mal, ich muss die scheiß Viecher noch looten wegen den Balken. Die habe ich halt vorher auch nicht gelootet. Na gut, ein Bike brauche ich noch. Ich habe kein Ziel. Aha, da haben wir nochmal eine. Wie ein Luchs. Ich muss näher ran.
Halt, ich brauche noch einen Balk. Gib. So. Jetzt brauche ich bloß noch diese Teile. Ah, da hinten haben wir noch mal eins. Nein. Shit. Nee, und wenn es das Letzte ist, was ich tue. Ach, komm mit Looter. Na, jetzt schauen wir mal. Die Instanz ist halt echt ein bisschen blöd, ne? Weil du halt hier relativ viele Mobs machen musst, zum Verhältnis wenig Reward, ne? Weil du kriegst ja in jeder Instanz das Gleiche. Hast du mir die jetzt weggelootet? Ich hab's genau gesehen. Ich war's nicht. Ich auch nicht. Hast du ein Glück, dass ich schon fertig bin? Im Schlaf versetzt. Ich muss zuerst was anvisieren. Ich muss näher ran. Mann, ich will diesen Wirbel, das ist halt so kacke. Wenn du nach jedem Mob nachlaufen musst. Mal ein bisschen aufpassen, glaube ich. Dass wir noch hops gehen hier. Ja, ich warte jetzt mal, machen wir die beiden noch down und dann erst sind was. Was, ein Schild? Das eine zum Mitskillen halt. Ey, warte mal, was hat denn der Druid Heal für ein Schild? Schützt 30 Sekunden lang von der Ziele jegliche Schaden, Zauberschutz und halt ein bisschen was. Echt, okay. Gut, okay, ich habe anscheinend schon länger keinen Druid mehr. Was, ich brauche noch eine Blume? Habe ich mich verguckt? Ach scheiße, ich brauche doch noch eine Blume. Ihr Blumen. Gelootet wurde. Ja. Okay, wer war Ich brauche das? noch zwei. Jetzt gibt's hier, ne? Konsequenzen. Ich hab noch nicht mal einen Interrupt, oder? Irre ich mich da? Wann krieg ich denn den? 20 meistens. Ne, 35 gibt's den erst So hier. spät erst. Ja, ich denke mir die ganze Zeit, okay, ich würde ganz gern den Mob, der nebenbei mal den Boss heilt, interrupten, ne? Dass der vielleicht ein bisschen Ruhe gibt, aber nein. So, jetzt brauche ich noch eine Blume, aber woher nehmen, wenn nicht stehlen? War da hinten noch eine gelegen? Da komm dann demnächst. Wir müssen da eh hoch zum Endbossraum. Eigentlich können wir uns auch raus und reinporten, ne? Das wird wahrscheinlich sogar schneller gehen. Reicht ja, wenn einer rausportet. Ja gut, du kannst da halt die Quest an sich abgeben, ne? Wollen wir erst den Schlangenboss killen oder erst den Typen ansprechen? Ja, ist egal eigentlich. Wir können auch, kann auch gleich schon jemand den Typen ansprechen. Dann machen wir da schon mal den Boss. Es bleibt sich eigentlich gleich. Aha, ich wusste, dass ich hier nur eine finde. Schau mal. Direkt cutten, ja. Ja. Nein, Spaß. Braucht ja jeder das Zeug, weißt du? Nicht nur ich. Da kommen jetzt nur so kleine Mobgruppen, die könnt ihr ja schon so wegmachen. Wir machen hier schon mal den Boss dabei. Ja, ich kann noch nicht anreden, weil wir erst den Boss töten müssen. Ach, geht das nicht? Okay. Nee. Ja gut, dann, ne, komm mal da zurück. Interrupt. Ja, ich komme und dann porte ich rein und raus. Ich kacke doch. Aber hat da noch gar kein einziger von uns irgendeinen Unterbrechungseffekt? Also Mage hat Okay. zwei Heiler. Ihr Monk kriegt ihr erst ab 35. Das ist echt blöd. Cooldown. Machen wir eine Kickrote jetzt hier. Schau mal, der will. Jetzt habt ihr interrupted. Der hat das Tentakel im Target gehabt. Der wollte mein Tentakel hier, ne, sleepen. Oh, what the fuck? Schau mal, was der sich hochhält. Okay, das muss man echt kicken. Er hat sich gerade um irgendwie 20% hoch. Schau, wieder Tentakel, das braucht er nicht. Weil, wenn so ein Tentakel gesleept ist, ist es vollkommen wurscht. Heilung, die muss es auf jeden Fall. Ja, ich brauch mich rein und raus. Jo, mach das mal. Bei, eigentlich können wir uns alle rein rausporten, weil da sind alle raus. Quests. Ja. Jo, ciao. User disconnected from your channel. Wir müssen ja eh die Quests abgeben. Jetzt schauen wir mal, was die an EP bringen. Müssen ja jetzt relativ gut was rumkommen. Na gut, ein Level habe ich jetzt schon wieder gemacht hier drin. 9k, ja, das ist doch in Ordnung. Was gibt es denn hier? Schuhe und Hände? Nehmen wir mal die Hände. Also seht ihr, das ist jetzt quasi das Add-on, ne? Das macht es halt. Ja gut, das hat über ein halbes Level gebracht, die Quests jetzt alleine. Und einen 10er-Behälter habe ich gekriegt. Uiuiuiui.
Mal schauen, was dann der, Dungeon Abschluss bringt. Ja, sind wir schon drin. Das ist zu weit weg. Jetzt habe ich meine Uhr. Ah, meine Uhr ist jetzt weg. Aber nee, hier oben, den habe ich jetzt auch nicht mehr. Shit, weil ich relocked habe, ist meine Dingsuhr weg. Jetzt weiß ich nicht, wie lange wir gemacht haben. Das ist jetzt blöd. Nein, angefangen. Weißt du, irgendeiner von euch hier, auch aus dem Stream, wisst ihr hier, habt ihr etwa aufgepasst, wenn ich die Folge gestartet habe? Shit, weil normalerweise habe ich immer mein kleines Öhrchen. Aber ich sehe es ja, wenn die Flask ausläuft, ne? Dann sehe ich es ja spätestens. Hattest du nicht davor noch 8 Stunden XP-Puff ungefähr? Ja, aber den habe ich ja irgendwann zwischendrin verlängert, also nach dem kannst du nicht gehen. So stimmt, und vor allem zeigt es ja nicht an, 7 Stunden und 30 Sekunden. Und ja, genau, also daran siehst du es nicht. Der hier wäre halt gut, aber der ist halt buggy, da siehst du halt leider die Zeit gar nicht, ne? Nö, Anti ist nicht da, sonst hätte ich den schon mitgenommen. Aber im Test war er auch nicht. Irgendwas hatte der gemeint, dass er jetzt erstmal eine Weile nicht da ist, nicht kann oder so. Und ich erst am Wochenende wieder soll, ne? Und jetzt ist ja eigentlich Wochenende, keine Ahnung. Aber gut. Wenn er mal wieder auftaucht, dann kann er ja irgendwann mit einsteigen. Sarah, hey, ich grüß dich. Tilla. Ja. Schau mal in deinem YouTube-Stream, vielleicht bist du dann nochmal angefangen. Das könnte ich tatsächlich machen, aber das mache ich dann. Circa 20 Stunden sind bei mir rum, okay. Ja, gut. Oh shit. Jetzt musst du ordentlich was. Ja, ich hab. Schild schon. Warte, ich roll ein bisschen, aber es kommt auch gerade der Schar des Zorns. So, Schar des Zorns habe ich getaggt. Da muss man mal Prioritäten setzen, ne? Also etwas okay. Ja. Es ist halt eine ziemlich lange Ini, ne? Das ist halt das Problem. Du willst halt eigentlich, willst du nicht hier reinkommen, sondern du willst halt ins Verlies kommen. Bloß das Verlies ist halt für welches Level? Das ist schon dabei, wenn du an Makao spielst. Ja, aber du bist ja nur Stufe, dabei. Du bist ja nur Stufe 20, weißt du? Das Verlies ist ab Stufe 20, deswegen. Okay, 20, scheiße. Du bremst uns aus. Du bremst uns aus. Dann kommt der hier vielleicht heute nicht mehr. Mhm. Ja, später. Aber du bist doch jetzt nach der INI 20, oder nicht? Ja. Achso, könnte knapp werden, aber ja. Kommt denn. Sonst bist du für mich gestorben, wenn du nicht Stufe 20 bist. Ich bin gerade erst Level up. Ja, das war's dann mit dir. Das könnte knapp werden. TS-Bann, IP-Block und alles. Haben wir den angequatscht, den Typen hier? Oder wo ist denn der? Vermisse ich den Typen gerade. Warte mal, der ist wieder zurückgehatscht, ne? Nein. Wenn der jetzt verreckt, dann haben wir ein Problem. Der kann doch gar nicht verrecken. Ah, der kämpft gegen irgendwas. Ja, der ist. Ach, gegen den Druiden. Ja, jetzt ist der Typ hier tot. Wow. Ah, ne, der bleibt auf einem. Nee, der kann nicht sterben. Ja, keiner hat aufgepasst. Ja, ich dachte mir schon, wo ist denn der? Eigentlich, da ist da mal so ein Typ. Okay, der kann zum Glück nicht verrecken, das ist hier. Erstmal heilen wir den Typen. Jetzt kommt er, jetzt aber auf geht's, Taure. Ja, der lässt halt immer Mobs spawnen, ne? Und wir haben die Mobs umgehauen, die da eh standen. Wie kann das so groß sein wie der und so langsam laufen? Oh, jetzt fängt er wieder an hier zu. Was Juwelen schleifen, willst du hochleveln? Du, auf 600 kannst du es eh nicht mehr basteln, weil das hier alles jetzt aufgesplittet wurde, ne? Ich glaube, Classic ist 300 und sonst sind es immer 575er Dinger. Beziehungsweise in BFA, glaube ich, 150, ne? Also es sind ja eh jetzt immer so unterteilte Schritte, was du nur noch skillen kannst. Da musst du halt gucken, welches Addon du skillen möchtest und dann das jeweils. Ja, leider, der ist nicht sonderlich schnell unterwegs. Ja, die Ini ist halt mies, ne? Die tut hier ein bisschen den Progress stoppen. Weil die Mob-EP, die ist marginal, ne? Das ist klar. Es geht eigentlich nur um die Abschluss-EP. Was steht denn, wenn ihr den Dungeon-Ding aufmacht? Steht da bei euch auch 26.000 dran oder steht da bei euch mehr dran oder weniger? 26.200. Ja genau, das steht bei mir auch dran. Okay, dann ist da aber definitiv noch gar kein einziger Bonus mit drin. Nee, nee. Hm, okay, also dann. Hochding, oder? Dann kommt. Achso, und was steht bei dir dran? Ich sehe es gerade nicht. Du musst einfach hier dieses Ding-Tool aufmachen, dann siehst du es. 22.100. Okay, aber bei dir ist quasi. Ja, vom Level bist du noch niedriger. Okay, dann ist das der Bonus, den du kriegst, wenn du gar nichts anhast. Heißt. Kriegen wir dann etwa das Doppelte, also etwa 50.000 über das hier, okay.
Ja, gut. Wahrscheinlich sind es dann so 55, sowas um den Dreh. Vielleicht sogar 60, wenn wir Glück haben. Gut, ich war Stufe 22 gerade, wo wir rein sind, ne? Ein Level habe ich schon gemacht. Hochlord, hey, grüß dich. Naja, wir werden es sehen. Weil ich habe ja, ne, hier die ganzen Buff-Geschichten auch, also müsste dann schon was rumkommen bei. Aus den Standard. Ach, fuck it, die stand. Ne, auf dem Chart ist ja eh nicht. 51.000 haben wir bekommen, also ich zumindest. Ich habe auch mein Level abpasst. Ich hab 56.000 gekriegt, das ist das, was ich hier gesagt hatte. Ja, du hast 5.000 mehr, ja, genau. Achso, warte mal, die EP muss ich mir noch einblenden. Habt ihr gesehen, ich bin jetzt Level aufgestiegen und fast wieder Level ab. Ganz knapp vorm nächsten Level ab. Ich wäre jetzt, Also. fa wär jetzt halt fast 2 Level hochgekommen. So, Okay. okay, dann in der Gruppe bleiben wir Q'n gleich wieder. Ja, klar. Gleich weiterballern. Eigentlich, naja, Gilden, Wappenrock und Standarte holen wäre eigentlich auch clever, ja. Müssen. Nein, rufen noch gar nicht. Das wäre dann den Waffenlocker halt. Ja, den Wappenrock, um das geht's ja. Dann müsste ich mal schauen. Ich bräuchte quasi, wenn irgendjemand auf Erida eine Gilde hat, ne? Von euch, der mich einladen, also kann, dann wäre das ganz gut. Dann würde ich mir da den Gildenwappenrock mal holen. Ah, schau, jetzt bin ich Level up nach 2 Mobs. Krank, okay. Ich Paralyse. Ja gut, jetzt habe ich, also ich bin mit 22 rein, 3 Level waren es jetzt knapp, was ich in der Instanz gemacht habe. Das geht. Ja, Dunkelmond Jahrmarkt Buff würde auch noch gehen, aber es ist ja im Moment der Dunkelmond Jahrmarkt nicht. Also der Dunkelmond Jahrmarkt, der ist ja immer am ersten Sonntag im Monat. Und der erste Sonntag im Monat ist quasi jetzt hier wieder nur der sechste erst. Ist Bis jetzt dahin. nicht am 23. Dezember. Das ist zu weit weg. Deswegen gibt es leider gerade keinen Dunkelmond Jahrmarkt. Aber sonst könnte man den auch noch mitnehmen, ja, ist richtig. Das Morgen gibt wäre es natürlich wahrscheinlich Tutti. kein. Ah, übermorgen. Das ist schon Tag zu früh dran, ne? Vielleicht gibt es da ja einen XP-Buff, Geschenk-Buff oder so. Taylor Ja. streamst eigentlich über die, also zwischen Neujahr und also zwischen Dienstag, Weihnachten und Neujahr. Ja, also am 24. jetzt nicht, da Family-Zeug, aber Ja. so am zweiten Weihnachtstag und so werde ich schon streamen. Ich muss mal gucken, was jetzt noch alles so an Family-Events ansteht. Da hast du halt die nächsten Tage jetzt auch einiges, ne? Essen gehen und hin und her. Aber so zwischendrin werde ich schon streamen. Da wird man auch den Magar-Org. Also ich hab quasi Urlaub bis Neujahr, ne? Und bis dahin will ich den auch auf 110 haben. Also das ist der Plan. Das werde ich, denke ich, mal auch durchziehen können. Gut. Genau, also so sieht die Planung prinzipiell aus. Was sind da? Ach, du holst da hinten den Typen raus. Das ist schon wieder verpackt, das stimmt. Können wir den eigentlich mitziehen, den Gammelboss, oder resettet der? Theoretisch, ja. Blöd wäre Ja, halt, wenn wenn er du resetten willst. würde, weil viel Schaden macht er jetzt ehrlich gesagt nicht. Da geht er hops. Okay, dann weiter Das kann ich geht's. nicht angreifen. Normalerweise wäre morgen Raid, aber ich glaube, da haben zu viele Leute abgesagt. Morgen wird wahrscheinlich nichts zusammengehen. Also ich bin mir zu 80% sicher, dass ich morgen Abend hier den weiterleveln werde. Ja. Und ich hoffe, dass wir dann schon Burning Crusade leveln können, ne? Also ich will heute ordentlich durchziehen. Mal schauen, wie weit wir kommen vom Level her. Und dann sehen wir ja, Ich ob muss ich näher Classic ran. heute hinter mir lassen kann, je nachdem, wie lange ich heute Abend halt auch mache, ne? Und wie sehr sich jetzt das auswirkt. Du hast ja hier sehr viele Faktoren. Ich habe Monk, ne? Krieg 50% mehr. Hab mir auch die Flask quasi reingehauen. Ich Das habe ist zu weit weg. jetzt den Vorteil, dass mit Patch 8.1 die EP gut genervt wurde, die man braucht. Und diese ganzen Dinge können dazu führen, dass ich vielleicht heute sogar auf 60 komme, ne? Mal Und wir haben schauen. eine volle Gruppe. Wollte auch gerade sagen. Ach, seid ihr auch alle voll, Zu okay, weit gut. weg. Diesen Gegenstand kann ich noch nicht benutzen. Das kam jetzt nicht so. Doch, ich wollte. Okay, ich glaube, der war zu plump. Der war zu plump. Ja, ist es ja noch frühzeitig, mich fast angekleckert hier. Weiß nicht, ob wir bis 60 mithalten können. Die beiden Mages holst du sicher noch ein. Das auf jeden Fall, aber dann ist es ja kein Stress, weißt du, weil bis dahin ist es ja wurscht vom Bracket her.
deswegen. Danach, ja, danach, klar, danach ist es halt relevant, aber wenn wir dann eh aufhören, ist es wurscht, was? Dann erst wieder morgen. Die Dungeons gehen halt nicht mehr auf so schnell. Ab morgen dann. Ja gut, kannst du wieder andere Leute einladen oder die leveln halt im Nachmittag. Ich werde es halt wieder abends machen dann, ne? Je nachdem. Aber das kann man ja dann schauen. Also ich will den halt relativ zügig. Holen wir gleich den Boss mal mit hier. Ja, ich hätte meiner eh auf dem. Weil die Ini eigentlich auch relativ schnell geht, aber nichts schlägt halt eigentlich das Verlies, ne? Nee, warte mal, bist du eigentlich Level up geworden? Na, 20 bist du jetzt. Ich wurde genau mit dem Dungeon noch Level 20. Ja, gerade nur Glück gehabt, ne? Sonst hätten wir dich hier leider entfernen müssen. Nein, das wäre gut, wenn wir die ganze Zeit Verlies killen. Ja, kannst du ja leider nicht, weil du dann keine Abschluss-EP kriegst, ne? Oh, das wäre so schön, ich würde nichts mehr anderes machen. Da wärst du. Verlies One dauert ja, aber ja, schon getestet letztes Mal um die 2 Minuten. Ja, also du kannst, wenn du eine gute Gruppe hast, kannst du da echt durchballern. Das ist halt, also, ja, ist halt krass. Verhältnis. Wir hatten eine Gruppe, da meinte der Tank dann irgendwie so nach 3 jetzt einfach Insta zu sterben, wie auch immer. Hm? Dann sind wir erstmal 4 oder 5 Mal an den Netz gewiped, weil der Tank nicht ankam. Okay. Der hätte auch diese einen Tunnel davon gerade machen können, anstatt Verlies. Na gut. Ich find's halt ein bisschen blöd von Blizzard, dass manche Innis so im Verhältnis viel effizienter sind als andere, ne? Und überlegst, in manchen Innis bist du 20 Minuten drin und verliest, wie gesagt, kannst du halt in 2 Minuten machen, ne? Und du kriegst halt die gleiche Abschluss-EP und das ist das, was halt die, ja, 70% der EP von einem Dungeon ausmacht, ne? Weil wenn du dann keine Quests mehr hast, ne? Quests haben dann auch noch einen Teil, aber das ist halt, ja, ist halt krass. Dann sollten sie halt irgendwie hingehen und sagen, okay, wie viele Bosse hast du in dem Ding, wo du legen musst? Und das anhand daran staffeln irgendwie, ne? Dass du so ein bisschen bastelst. Hast du mitbekommen mit den Legion Dungeons? Nee, was ist mit den Legion Dungeons? Alle Bosse haben jetzt deutlich mehr Leben, dass du auf jeden Fall die Mechanik mal siehst im Normal-Modus. Davor war es ja so, dass du da einfach durchgerusht bist und kein Boss zur Mechanik kam, weil es zu wenig Leben hatte. Okay, also ich verstehe die Grundintention, die ist gut gemeint, aber warum jetzt? Übertrieben, also statt 60.000, 360.000 ist halt schon ein bisschen happig drüber. Aber das ist doch Schwachsinn, jetzt das zu erhöhen. Jetzt spiel, also klar, ich erhöhe das Leben in Legion Dungeons, ne, dass du die Mechanik siehst, dass du danach schon mal für HC oder Mythic weißt. Ist ja sinnvoll. Aber jetzt ist es doch eh nur noch Level-Content. Warum es jetzt hochzusetzen? Ich hätte jetzt sinnvoller gesehen, wenn man es damals hochgesetzt hätte und es jetzt runtersetzt, wo die Leute eh nur noch durchleveln. Aber okay, muss Blizzard wissen. Hockt euch mal in die Kanone rein, ich pull mal alles hierher. Ja, ich hol die anderen auch noch her. Achso, jo, mach das. Perfekt. Oh, da fährt der Healer 500 DPS. Mir geht was. Ach, weißt du, was irgendwie komisch ist? Ich habe das Ding, dass ich dass ich noch mehr von dem Staffeln hochbasteln kann, aber ich kann das Staffelzeug noch nicht abbauen. Irgendwie ist das dumm. Ja? Mit welchem Level geht denn das? Jetzt mit 28, ja gut, jetzt bin ich auf 27 aufgestiegen, ne? Ja gut, ein paar Level schon gemacht. Wie schnell wir hier durch sind, ey. Mal gucken, wann ich euch einhole, ne? Ja, ich bin immer ein Level unter dir. Also der höchste ist der Mage, ne? Mit 35. Mal gucken, ich denk mal, so auf dem Weg zu 60 werde ich den Mage einholen. Der Folge bist du auf jeden Fall bei 30, 32. Was bin ich auf 32? Nach der Folge schon.
Ach so, ja, mal gucken. Ich weiß jetzt nicht, wie lang war. Auf 30 werde ich wahrscheinlich kommen, ja, denke ich auch. Also für Flammschlund haben wir keine 10 Minuten gebraucht. Das ist zu weit weg. Oh, warte mal, ist das clever, hier alles zu pullen? Jetzt werden wir mal sehen. Kommt mal hier hinter. Oh, ich glaube, das war keine gute. Kannst du irgendwas noch ziehen? Ich habe ja Noch kein. habe ich noch nicht. Ich habe ja keine Dev-CDs. Ich hab ja gar nichts, ne? Das ist ja das Problem. Also ich tank jetzt bewusst nicht alles an, dass wir den Schaden ein bisschen aufteilen. Boah, das Rollen. Bin ich da. Ja, ich konnte nicht alle von diesen Werfern. Oh, Ich versuche dich zu lauf rein. heilen. Ich lauf einfach ein bisschen hoch. Warte mal, ich kann mich selber ja auch heilen. Komm, 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 komm. Okay, jetzt nochmal drauf. Ein paar Leben noch. Ein paar. Ich hab einen live. Nein, ich bin tot. Scheiße. Scheiße. Okay, es war zu viel. Den ganzen Laden hätte ich nicht pullen sollen. Shit, ich dachte, die kriegen wir weg, Aid. Das war ein bisschen zu hart. Aber ich habe das Problem, du hast echt gar nichts an Dev-CDs auf dem Level. Sonst kannst du eigentlich Dev-CD sparen für so einen Scheiß, aber wenn du nichts hast, ist blöd. Drei Heal-Skills. Ja gut, ich habe drei Damage-Skills, das war's halt auch schon wieder. Ja Alle vier gut, und zwei okay. davon sind halt Hots. Ein bisschen gemächlicher muss ich's dann machen. Gewiped sind wir nicht, ne? Das, oder? Letzte Nö, Mob? ich Nope. habe Jetzt überlebt. ist alles down. Ja, gut, okay. Clear ist das Ding. Mal schauen. Was brauche ich denn jetzt noch? Ein Char hier. Mein Priest muss auch noch den Char des Zorns umboxen. Ach ja. Das ist zu weit weg. Naja, wenn man in einer Stunde 10 Levels packt, dann ist es eigentlich ideal, weil dann kannst du wieder Dings machen, weißt du, dann kannst du wieder den Stapel hochbasteln vom Buff. Ja, wir haben ja gerade die komische Hülle da bekommen. Deswegen wäre es ja eigentlich mehr. Achso, ja, es ist halt auch Luck, was du für eine Instanz kriegst, das ist ganz klar, ja. Das ist ganz klar. Naja gut, können wir den einen eigentlich noch dazu pullen? Geht einfach auf den Boss, den anderen cleaven wir nebenher. Das ist zu weit weg. Hier musst du nämlich Hennix auch nicht mehr alles spielen. Hier musstest du, glaube ich, früher dich unter die Brücke stellen, dass du nicht hochgenockt wurdest und so viel Fallschaden gekriegt hast und so ein Zeug. Das musst du jetzt auch nicht mehr komplett machen. Mal gucken. Na gut, also den nächsten Damage-Zauber kriege ich echt mit Level 40 erst, ne? Das ist halt echt wenig. Ich bin zu weit weg. Oder liegen die bloß in deinem Buch drin, weil du es übersprungen hast durch deinen Magar Level 20? Nö, ich habe jetzt schon geguckt, ne? Das ist. Ich habe also sonst sind die ja so umrandet, wenn du nicht alles rausgezogen hast. Ich habe jetzt extra zweimal geschaut. Ich bin zu weit weg. Ich muss näher ran. Das ist zu weit weg. Ich muss näher ran. Oh, das ist schon ein bisschen Fallschaden. Ich bin runtergesprungen, ne, falls ihr euch fragt. Ich bin zu weit weg. Uh-oh. Diesen Gegenstand kann ich noch nicht benutzen. Das kann ich nicht angreifen. Dieses Ziel kann ich nicht. Aber ein bisschen gucken, weil die hauen eigentlich relativ gut rein hier. Ich kann natürlich den Schaden ne, ein bisschen rauszögern, aber nicht vermeiden. Das ist ein bisschen blöd. Jetzt müsste man eigentlich rot Staffelzeug abbauen oder man rollt einfach weg. Das ist zu weit weg. Na gut, wir haben ja auch noch Mages, ne? Mit der Frost Nova ist das halt auch recht praktisch. Das kann ich nicht angreifen. Ich
musstest du doch. War das nur im HC so oder war das im NHC auch so? Doch, hier kann einer in den Schredder rein, ne? Da konntest du auch mal irgendwie. Aber ich glaube, ihr macht dem Schredder weniger Schaden. Ja, einen Schredder konntest du. Schau mal, da hinten ist nur einer. Ich glaube, einen Schredder konntest du. Irgendwas musstest du mit dem auch machen, ich weiß jetzt auch nicht mehr was genau. Ja, 130 DPS waren es jetzt. Der überlebt halt nicht. Hm. Ja gut, okay. Dann war das halt auch nur im HC. Da musstest du irgendeinen Zeugel basteln, aber ich weiß auch nicht mehr. Das ist schon mittlerweile zu lang her. Hast du ein Dunkeleisenswerk gemacht? Ich habe gestern meinen über 100 gebastelt, ne? Jetzt muss ich nur noch durch Invasionen den fertig basteln. Also von 110, dass ich es schief hinkriege. Dann bin ich mit dem auch fertig. Deswegen spiele ich ja heute schon den Magar-Org, ne? Ich muss näher ran. Ich bin zu weit weg. Das ist zu weit weg. Ich muss näher ran. Stellt euch in die rote Kugel rein, dann macht er mehr Damage. Kriegt zwar auch mehr, aber who cares? Man hat ja einen Heiler. Wow. Ja. Das ist die D-Logik, weißt du? Mana Food, alles ist okay. Ja, yeah, du hast ja was zum Trinken, ja. Perfekte Gruppenausstellung mit den Mages, ja. Da kann man doch nichts sagen. Hier oben können wir auch alles zusammenziehen zu den Kanonen, ne? Wenn wir es gut machen. Das ist zu weit weg. Ja, man muss einfach nur durchreiten. Ja gut, dann lass aus dem. Ne, hier kannst du nicht reiten, laufen musst doch, du. Hier kann man. Echt? Wenn man aus dem Kreis kommt, dann schon. Aber jetzt ist ja egal. Solltest vielleicht nicht als Heiler vorlaufen. So, by the way. War nur so, ich dachte, so eine ich Idee. Ich komme in die Kanone, aber die war ausgedraht. Ne, wir gehen eh oben in die Kanone rein. Was? Aber wir können auch hier unten mal clearen. Ja, dann geh mal hier unten in die Kanone rein. Schieß mal drauf. Das ist nicht ich muss dich jetzt machen. Dann ziehen wir den Rest nach oben. Okay. Okay, komm dann nochmal oben in die Kanone rein. Ich bin zu weit weg. Bist out of range. Mhm. Ich muss runterspringen, es hilft alles nichts. Geht mal hier in die Dingskanone rein. Mal in die Kanone, sonst verreck ich. Alle können wir doch nicht machen. Na, GZ, da ist eine Level up, so den Rest können wir dann nach oben ziehen, das müsste passen. Ich muss näher ran. Einer kann schon mal den Boss triggern. Da kommt der Resetter dann. Ja, der resettet, genau. Frischfleisch. Ach, das war der Boss, nee, ich dachte, ja, stimmt. Spürt ihr den Schauer auf eurem Rücken? Ich brauche ein Ziel. Ja, gut, dass man die moggen kann. Aber ich hab's jetzt nicht übermockt. Ich muss näher ran. Ich habe kein Ziel. Na, der ist immer ein bisschen nervig, der Boss. Achso, ich wollte meine Gilde suchen, ne? Wegen der. Wobei, die Flagge hat jetzt halt nicht viel ausgemacht, ne? Wir haben es ja letztens mit dem anderen Char getestet. Du kannst diese Gildenflagge holen, ne, und bekommst halt für die Trash-Mobs mehr EP, aber halt nicht fürs Abschließen, ne, und auch nicht für Quests. Das ist halt reine Mob-EP. Aber, für die Kisten genau in Draenor ist es so, dass du auch mehr kriegst. Wobei, es geht halt 100 Meter Range, ne. Du kannst halt immer nur 1-2 Kisten quasi damit bedienen. Mehr geht leider nicht. Aber naja. Wenn man maximieren will, dann ist es schon was. Dann ist es auf jeden Fall was. Diesen Gegenstand kann ich noch nicht benutzen. Ich muss zuerst was anvisieren. Bis es zu spät ist.
Ah, wir haben schon Items, die ich anlegen kann hier. Na, die Schulden brauche ich nicht. Den Captain. Das Food einsammeln am besten. Boah, da lootet aber einer zügig, hä? Diese gelben Fruit-Dinger müsst ihr einsammeln, dann kriegt ihr mehr Tempo, das haut ganz gut rein. Ah, jetzt bin ich 28. Quests nach... Bist sogar 29. Hä? Bin ich jetzt zwei Level aufgestiegen? Ja, ich bin zwei Level aufgestiegen, sehe ich gerade. Ja, stimmt, ich bin 29. Ach ja. Jetzt nochmal ein halbes Level durch die Quests. Ja, nice. So, ich hatte ja gar keine Fassartig. Ist das neu, dass man hier aufsatteln kann? Nee, war eigentlich schon immer. Ich glaube, du konntest, bloß wenn du halt im Combat bist, ne? Wir waren ja die ganze Zeit im Kampf, weil wir da hinten... Oh nein. Oh, aber egal, kann man was so machen. Jetzt geht, ja. Hey Mann, helft uns. Haben wir einen, der wo die Seil hochkommt und schnippst. Wie geht's denn so, Mann? Ja gut, du musst ja eigentlich nur zum Endboss laufen, ne? Wir haben letztens geguckt, was du alles auslassen kannst. Ich glaube 5 Boss oder so kommt aus, also von meinen 8. Ah, du kannst eigentlich direkt zum Endboss laufen. Ja. Kein musst du machen. Doch, außer die Schildkröte. Aber da kannst du... Nee, die Schildkröte laufen. Musst du auch nicht machen. In der Mitte, jetzt meinst du hier? Nee, die musst du nicht machen. Achso, okay. Die ist egal. Du kannst hier sogar deiner Seite irgendwo hoch. Aber ich weiß ja, viel schneller geht das halt eigentlich auch nicht. Es ist, glaube ich, genauso schnell, ne? Wenn du hier hoch gehst. Achso, ich ziehe sogar noch einen Mob mit, sehe ich gerade. Hier ganz am Rand bist, konntest du die skippen? Nice, die kannst du so. Nein, die kannst du schon skippen. Ich hab sie geskippt. Ja. Einmal mit Profis. Ich zieh den Klump schon mal weiter. So, jetzt müssen wir einmal gegenüber. Also die Schildkröte brauchen wir auch nicht machen, die können wir... ...zu wehren, Gamora. Bald steht ihr unter meiner Kontrolle. Und dann hetze ich euch auf diese lästigen Helden. Halt! Es ist doch zu früh! Nein! Oh, da haben wir das letzte Mal die Schildkröte gemacht, aber die... Warum mussten wir nicht? Ja, weil du kannst hier einfach vorbeilaufen, ne? Du hast nur eine einzige... Ich glaube, wir haben die gepult beim Vorbeilaufen, so war das. Weil du hast eine einzige... Warte mal, wir jetzt hier ganz am Rand laufen? Die Dings wollen wir wahrscheinlich nicht machen? Ah ne, wir müssen da rein. Okay, die hätten wir es... Naja, egal. Ich muss näher ran. Das ist zu weit weg. Oh, ich bin erstmal weggestunt. Ich bin zu weit weg. Das ist zu weit weg. Hat die Tentakel dich erwischt? Das ist natürlich blöd. Oh shit, okay, ich muss da mal einmal. Okay, wir müssen die Caster da hinten mal killen. Die casten die ganze Zeit durch. Ungläubige, die mir Blut ihr verdient. Machst du schneller erhitzen. Ernsthaft schon wieder? Ich war noch weit genug weg. Hat er dich erwischt? Okay, dann muss ich jetzt irgendwie mal gucken. Der Vorsitzende hat mich zurückgezogen, deswegen gleich da. Ja, ich heil dich. Okay, ich versuche mich mal auch selber ein bisschen. Okay, wunderbar. Ach, die laufen da rein, okay, die hätten. Ja, gut, okay, die gehen nicht in Combat. Ich bin zu weit weg.
zu ätzen, dass du halt nichts interrupten kannst, ne? Tut ihr euch leichter, wenn ich immer stehen bleibe mit den Mobs, oder geht das so? Gut, das geht nur mit Damage. Was der Heiler macht, was der Heiler macht, ist egal. Pure Fäuste kann ich auch im Laufen machen. Okay. Da müssen wir jetzt ins Wasser rein. Nee, den brauchen wir doch nicht machen. Warum willst du den unteren Boss machen? Ich meine ins Wasser, dass wir den hier umgehen. Ne, ist doch egal. Der resettet doch, wenn du 2 Meter gehst. Ja. Also. Das ist zu weit weg. Guck, ja. Und reset. Wir müssen bloß die Viecher da hinten mal jetzt killen. Die natzen mich so langsam. Okay, dann einmal durch hier. Ich glaube, dann musstest du dieses Event, wenn du den nicht killst, musst du das Event beim Boss machen, ne? Aber ich glaube. Ja, also ich glaube, das Event ist schneller als. Was machst denn du da immer? Wie eine Waschmaschine rötelt das bei dir da? Okay, man muss die einen Mobs nicht mal pullen. Warte, geht nach hinten, pullt nicht die ganzen Mobs, die da jetzt gleich. Oh mein Gott, wir haben auf der anderen Seite. Wie kann man denn die adden? Das war jetzt dumm. Das war jetzt richtig dumm. Ja. Oh, bitte passt doch auf. Battle Rats hast du keinen, ne? Nope, noch nicht. Bitte nicht die in der Mitte adden. Das müsst ihr halt irgendwie gucken, ne? Also bitte aufpassen, wo ihr hinlauft. Wir wollen halt echt zügig durch. Da darf sowas halt nicht passieren. Hab schon das Maximum gepult, was drin war. Jetzt könnt ihr bloß hoffen, dass der Boss resettet, wenn er rausläuft. Ja. Das packen wir noch. Ja, müsst ihr den kompletten Boss runterspielen, ne? Die jetzt sind down. Fast down. Mal gucken, was ich noch brauchen kann. Ich habe ein paar Sachen bekommen vorhin. Oh, nein. Der Boss ist resettet, ne? Ja, okay. Dann können wir nämlich hinten rauspullen, die Ads-Bosse nicht machen. Wir müssen halt bloß gucken. Ja, die Schale müssten wir rankommen von hinten. Welcher Begleiter passt sich der Chargröße an? Hast du jetzt einen Gnome und ein kleines Hexapad oder wie? Die Wasserele ist am besten einmal weckerehen, weil die heilen den wieder. Schau des Zorns. Na ja, gut, okay, die sind jetzt gut gestorben. So, und jetzt müssen wir halt die Schale einmal drücken. Wir müssten das Event spielen. Oh, nice, Level Up. Pass bloß auf, wir wollen die einen nicht adden. Obwohl, komm, wir adden sie absichtlich, weil das dauert sonst wahrscheinlich länger. Bis die ganzen Viecher ranlaufen. Ja, die bringen richtig gute EP, die bringen 300 EP jeder. Also eigentlich den Boss zu skippen ist eigentlich eine gute Idee, sogar weil du kriegst hier noch extra EP. Ne? Musst du übrigens ein neues Talent setzen. Achso, ja, richtig. Bin jetzt Stufe 30 mittlerweile. Ich nehme, glaube ich, dieses Doppelding. Nee. Das war's, doch. Nee, das ist es nicht. Nee. Und lang drei. Das hier war's. Ja, Cheetah-Pedo muss ich nehmen. Aber das kann ich jetzt im Combat nicht skillen.
Die haben mich jetzt gerade hier gepackt, weil dann kannst du, wenn du zwei Aufladungen hast, eigentlich nochmal. Oh fuck, jetzt haben wir in die falsche Richtung gecheat-torpedot. Ja, schade, jetzt haben wir doch noch bis 30 gepackt, na wunderbar. Mal schauen, wie viel das jetzt gibt. Voll komisch, mein Buff habe ich immer noch, ne? Haben wir jetzt noch keine Stunde zusammen? Müssten wir doch jetzt eigentlich so in etwa. Müssen wir halt dann gleich mal gucken, wo wir jetzt etwa stehen von der Zeit her. Aber dann müsste der Buff eigentlich schon ausgelaufen sein. Der ist verpackt und bleibt permanent drauf. Sieht zumindest so aus. Schau doch oben, wie lange du gerade spielst in der Sitzung. Nee, ich habe ja relockt, weißt du? Achso. Vorhin wegen meinen Add-ons, ja, das ist. Ach, okay, gerade schreibt mir eine 21.35 Uhr. Okay, dann kommen wir relativ gut hin. Dann mache ich jetzt nach der Inni nochmal fix dieses Monk-Ding. Ich habe kein Ziel. 31, glaube ich. Ja. Nee, wir haben noch 10 Minuten. Bis zu einer Stunde. Na gut, dann queuen wir nochmal. Halt. Habe ich zwei Level gemacht eben. Ja. Mal links. Ja gut, ich bin hier. Auf 21 habe ich ja, gut, okay. Ich wollte jetzt gerade sagen, wenn wir eine kurze kriegen, ne? Aber dann, wir können ja auch in der. Ich kann ja da auch in der Inni den Cut machen. Ja, das ist halt bitter, wenn du die Inni hier kommst. Du musst halt alle Bosse machen, dass du hier weiter dingsen kannst. Ich bin dann fast im. Ja, gut. Wenn du einen Boss killst, dann kannst du eigentlich immer nochmal queuen, oder? Weiß ich nicht. Oder war das nur spezifisch? Nee, auf jeden Fall kann man dann verlassen, ohne so einen Deserteur zu bekommen. Ich bin zu weit weg. Ich weiß nicht, ob ich dann. Müssen wir gleich mal gucken. Ja, das ist so ein. Wir sind nicht. Warum haben sie die halt nicht auch kürzer gemacht? Weißt du, dass du einen Flügel nur hoch musst und den Boss killen musst? Das wäre es halt gewesen. Also, das wäre halt clever. Aber naja. Du kannst den hier nicht abkürzen, weil zum Teil sind die Bosse hinter den Bonusbossen vom Weg her. Nee, die Inni kannst du nicht abkürzen, aber du hättest das halt wie im Tempel machen können, dass du zwar theoretisch, oder wie in Blackrock, ne, dass du zwar die ganze Inni machen kannst, aber dass es zum Beispiel ist, dass du quasi hier den hier als letzten hast, dann musst du halt hier 1, 2, 3 Bosse machen oder so. Das wäre halt eine normale Inni, ne, so wie es in manchen anderen auch der Fall wäre. So hätte man es halt machen können. Das Problem ist, hier ist halt der Beschwörboss der letzte und ja, damit ist halt schon wieder rum ums Eck. Leider. Dieser Gegenstand lädt noch auf. Ich brauche ein Ziel. Nee, du hast immer noch die Dings, also das bringt nichts. Wir müssen leider tatsächlich den ganzen Laden einmal basteln. Aber wir können irgendwie gucken, können dass wir nicht einen spezifischen Dungeon schnell listen und dann wieder random. Nee, spezifisch bringt da nichts, du kriegst gar keinen Abschluss-EP. Also geht nicht darum, dass wir den abschließen, und danach glaube ich, dürfen wir wieder einen random listen. Nee, also Random hat hier die Abklingzeit von 12 Minuten, weißt du? Das ist das Ding. Wir kriegen zwar jetzt, also wir würden jetzt zwar keinen Debuff kriegen, wenn wir rausgehen. Das ist richtig, ja. Aber, also wenn du einen Boss tötest, kriegst du halt quasi kein Dings Leaf Debuff. Aber es bringt dir nichts, du kannst nicht random queuen. Ich bin zu weit weg. Release haben wir noch gar nicht gekriegt, das ist halt echt bitter. Stirbst jetzt. Hast du noch irgendwas? Ich roll mal noch weg. Was kann ich dir hauen? Ich halt. Naja, ich versuch von den Melee-Mobs. Okay. Auf welchem Horden-Server ich spiele? Auf Erida hier mit dem Char. Ich muss näher ran.
Mit meinem Rager bin ich auf Blackmore und jetzt mit dem, ja, weil ich meine meisten Hordenschars auf Erida habe, dachte ich mir, komm, haust du den auch wieder hier auf Erida drauf. Na siehst du, ging doch gut. War knapp, aber es ging gut. Gut, ein bisschen was bringen ja die Mobs auch an EP, ne? Zwar wenig, aber was bringt dir die Kleinen bringen 60 EP und die Großen bringen was? 300. Ja gut, wenn du jetzt siehst, für den Abschluss kriegst du 50.000, ne? Dann steht das halt jetzt nicht wirklich im Verhältnis. Oder an sich würde der Dungeon ja gehen, wenn die rechte Seite der Boss unten stehen würde, statt oben im letzten Eck. Weil der Weg hier ist ja nicht allzu lang. Der linke. Ja, du musst halt im Verhältnis zu anderen Dungeons viel, viel mehr Bosse legen. Du hast ja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Bosse hast du in dem ganzen Laden hier. Und die legst du ja quasi auch alle, ne? Gut, die Schildkröte kannst du auslassen. Und den Rhino wahrscheinlich auch, ja, aber alles andere musst du ja killen. Und den meisten anderen Dungeons. Den ewigen besiegen kann man auch. Euren letzten halt. Ich weiß nicht, ich glaube, alle Druids musst du auf jeden Fall töten. Die Schlangen glaube ich auch, dass du den einen anquatschen kannst, ne? Die Schlange musst du auf jeden Fall killen, ja. Ja, also du kannst die normalen Tiertypen, die kannst du theoretisch auslassen, aber es bringt dir halt auch nicht sonderlich viel. Das ist noch nicht bereit. Leider, ja, leider. Ja, jetzt ist gerade mein Dingsbuff weggegangen, seht ihr? Ich bin im Schlaf. Oh, das ist nicht gut. Nee. Bin ich am Staffelschaden noch tot getickt. Und dann habe ich einen Dings abgekriegt, nur einen Range, ne? Weil am Staffelschaden kannst du ja theoretisch nicht sterben. Aber an dem nächsten Cast dann quasi. Eieieiei. Diese Instanz hier. Da muss ich mir wieder einen neuen Buff draufhauen. So, dann hauen wir den Boss noch um. Und dann quasi beende ich dann diese Folge. Und wir machen dann direkt die nächste. Ja, machen wir das so halt in der Nie, weil die dauert halt jetzt hier echt nur lang. Sonst wären wir wieder so viel drüber. Die Folgen sind für mich halt auch so der Indikator, wie schnell war ich jetzt, ne? Wenn ich so etwa immer bei Pi mal Daumen eine Stunde bleib. Iokanio, ich grüß dich. Also wenn der Endboss wäre, perfekte Instanzlänge, ne? So, hier einmal hoch, die drei Bosse, das wär's halt. Das wäre nicht Dungeonslänge. Wenn du es jetzt vergleichst mit Dings hier, mit Verlies, dann ist das sogar länger, ne? Also gut länger, wäre trotzdem halt länger als Verlies. Wenn man Verlies komplett spielt, wäre es gleich lang. Ja, aber Verlies musst du ja nicht komplett spielen. Haben wir noch gar nicht drin, das ist echt kacke. Gut, so, das soll es mit der Folge gewesen sein. Mich hat es gefreut, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Euer Tela. Ciao.